Das heutige Bier ist ein... Ich hol's mal raus. Ein Arschlecken 350. So heißt das Bier. Der ist schon gelesen. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ihr überhaupt so reingeklickt habt. Ja. Arschlecken 350 Helles. Das Ganze ist mehr oder weniger, so wie ich das verstanden habe, eine Art reine Distributions... Dürfen wir das jetzt auch sagen? Von Marke, wem und über wen? Oder? Was? Naja, das ja, ist da von dem Sepp, vom Bumsinger Sepp ist. Genau. Ja, also aber das kennt wahrscheinlich die so Norddeutschen gar nicht, oder? Das kenne noch nicht mal ich. Also ich habe Sepp Bumsinger nicht gekannt. Doch, ich schon. Also ich habe es schon ein paar Mal genossen. Echt? Ich habe das, hab das noch nie. Hier steht, das ist halt so eine Edition und eine Abfüllung. Und die verkaufen das... Stopp, nicht so weit. Das würde ich mal dir lesen. Die verkaufen das praktisch als Hast du es gelesen? Sepp Bumsinger Bier. Die ultimative Geschenkidee für alle, die sich über den Sepp kaputt lachen. Ja, genau. Hergestellt wird das Bier von der Privatbrauerei. Genau. Und abgefüllt. Gut Forsting. Genau. So funktioniert es also, wenn auch ihr euer eigenes Bier haben wollt, ist gar nicht so schwer. Geht in die nächstgelegene kleine Brauerei, legt ein bisschen Geld auf den Tisch, sucht euch ein geiles Etikett aus, einen noch geileren Namen und vertreibt euer eigenes Bier. So funktioniert das nämlich mit dem Marketing. Ich glaube, der passt jetzt für Arschlecken, oder? Arschlecken muss auf jeden Fall mit diesem Flaschenöffner geöffnet werden. Da. Hoffentlich schmeckt es nicht wie Arsch und Friedrich. Weißt du, was ich mir manchmal, weil die das mal Arschlecken sagen, ne? Weißt du, was ich mir manchmal denke? Also so Hunde und so, ne? Die lecken doch ihren eigenen Arsch ab, ne? Ja, weil sie es können. Ja, weil sie es können. Aber das machen die doch. Also so richtig, die tun doch so richtig ihren Arsch ablecken. Ne? Und dann ich will jetzt eigentlich... Nee, aber was ich nur meine ist... Hoffentlich willst du nicht irgendwo hinaus... Ja doch, was ich nämlich meine ist... Nein. Es gibt auch Menschen, ja, die dann irgendwie mit dem Hund in einem Bett liegen und sich von dem Hund wiederum das Gesicht ablecken lassen. Also könnten sie eigentlich auch gleich mit ihrem Gesicht den Arsch vom Hund ablecken. Ist doch ungefähr dasselbe. Weißt du, was ich meine? Das gibt's doch. Das ist doch furchtbar. Ja, ich finde es eh furchtbar, wenn man einen Hund mit ins Bett nimmt. Ja, und dann sich auch noch ablecken lässt. So richtig mit dem Lappen übers Gesicht lecken lässt. So. Dabei. Wir hatten ja auch früher einen Hund. Ich habe das nicht machen lassen. Machen lassen. Vorher alles Mögliche damit ab. Na, ich finde, dass die an alles hinschnüffeln. Ja, das geht ja noch. Aber wenn sie dann auch noch. Ja, vielleicht wollen wir es gar nicht wissen. Ach, übrigens, dieses Bier ist. Oh, du hast aber jetzt schön geteilt. Geschätzt, ne? Dieses Bier ist eine Spende von meiner Liebsten. Die hat uns das mitgebracht aus Obertraubling. Aha. Übrigens hat es 5,2%. Genau. Das hat schon ganz schön Feuer. Dafür, dass es ein helles ist. Tisch knarzt. Ja? Wir müssen immer so jetzt. Das so. Sind deine Gelenke. Nee, das ist der Tisch. Mit meinen Gelenken ist alles in Ordnung. Ich war heute beim Check-up. Echt? Ja. Alles gut. Gelenke. Der Rest nicht so, aber Gelenke geil. Wo ist der Schaum? Ja, frage ich mich gerade, wo ist der Schaum, ne? Riecht. Scheißegal, wie es riecht. Ich nehme erst mal einen Schluck. Ich habe jetzt mal einen Schluck genommen. Riecht. Oh, das riecht blumig. Das finde ich gut. Ich bin jetzt gespannt, was du sagst. Trink mal. Hä? Das schmeckt auch blumig. Ich finde es auch malzig. Das hat so eine Malzsüße. Ja, mit einem weichen Wasser, hat so einen oberbayerischen Touch. Ne? Wo kommt das eigentlich her? Wahrscheinlich aus Oberbayern, oder? Mhm. Ja, Forsting. 8-3, 5-3-9. Ja, das ist da. Irgendwie so. Achter Nummern, das ist alles. Und Südbayern. Finde ich sehr blumig. Also ich finde es so aber auch sehr... Das ist eine bunte Blumewiesen. Echt, ich finde, es hat aber so einen würzigen Abgang. Und hinten raus? Das ist richtig würzig. Würzig, also mir aber nicht zu viel.
Mm-mm, also das fängt die Süße dann ganz gut ein. Ne? Genau, am Anfang hast du es so total süß und dann geht es gleich über in würzig. Ja. Aber es stimmt, weich ist es, also das Wasser ist toll. Das ist süffig, das ist sehr süffiges Bier. Also kann ich mir gut so auch aus dem Fläschlein. Der Sepp Bumsinger, der trinkt das ja immer so direkt aus der Flasche. Das ist eigentlich schade, weil das riecht unglaublich gut. Also Sepp Bumsinger, es tut uns leid, ich kannte dich nicht, aber schreib doch mal, warum das dein Lieblingsbier ist. Na? Das würde uns interessieren. Warum ist Sepp Bumsingers Lieblingsbier Aschlecken 350? Gibt es doch bestimmt einen Grund dafür. Das ist also Type echt. Aber sehr süffig. Ich möchte den mal in normal sehen. Also wenn er nicht die Rolle Sepp Bumsinger ist, wahrscheinlich ist es ein hochintelligenter Mensch, den du wahrscheinlich auf der Straße gar nicht erkennst. Soll denn das? Vielleicht ist er das da. Das könnte es sein, ne? Doch, ja. Da hat er so komische Zähne scheinbar dann, dass ich nein. Ja, freilich, so künstliche, da gibt es auch, da gibt es das Set. Ah, tatsächlich, das Bumsinger Fanset. Was steht da drauf? Was heißt der Bierkasten oder was steht da drauf? Nee, Leierkasten. Leierkasten. Aha. Ja, naja. Kann man so machen. Mensch du, vielleicht muss man den einfach mal live sehen. Live-Termine, da stehen sie, schau. Da im Gutmann ist er auch. In hier in Nürnberg am 25.04. Also komm, da gehen wir hin. Na, können wir nicht. Warum? Weil ich da in Amerika bin. Was machst du in Amerika? Schüleraustausch. An dem Termin. Also schreibt euch schon mal auf, 25.04. Da gibt es wieder Alternativprogramm mit Alex von den Bierprobierern. Wir können vorher in den Osterferien 428 Videos aufnehmen. Ja, das sagst du immer und dann machst du es ja doch nicht. Da bin ich nicht weg diesmal. Dicker Mensch. Doch, meine Tochter hat Konfirmation. Also, ich muss sagen, Aschlecken 350. Schmeckt. Süffig, sehr trinkbar und echt, ja, da will man jetzt eigentlich gleich noch eins. Das weiche Wasser ist der Hammer, ne? Ich liebe deren Wasser immer. Ich finde, das riecht so geil. Das ist wie ein Blumenstrauß. Ja, das könnte statt beim Hochzeitstag mal einfach mal so ein Tragerl Schatz, Arschlecken mitbringen. Riech doch mal diese Blume. Ja. Vielleicht kommt da der Name her. Weißt du, das hieß vorher ganz anders. Und dann so, Schatz, ich habe dir was zum Hochzeitstag mitgebracht. Sixpack. Arschlecken. Ab 350 Mal. Du Depp. Ah, das sind die Schellen, die es danach gab. Arschlecken mit 350 Schellen. Naja, meine. Wissen wir nicht. Die wird sich, glaube ich, drüber freuen. Ja, warum nicht? Das ist ja auch ein leckeres Bier. Okay, Arschlecken 350. Super Bier, schmeckt uns. Daumen geht nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich trinke das jetzt noch. Ich muss da was machen. Das ist ja nicht mehr zu ertragen mit dem Disto. Wo ist denn, ey, kannst du mir bitte sagen, wo dein... Das hast du gemacht. Ja, super. Ey. Du hast da gerade vorhin rumgefummelt. Ja, aber ich muss... Ey, wie mache ich? Ich kann das an die Nase zwicken oder so. Du hast das vorhin rumgefummelt, nicht ich. Ey, das gibt's nicht, oder?